Eine Lehre dieser Ausstellung ist, es gibt keine russische Avantgarde. Es gibt nur russische Avantgarden. Die Avantgarde in Russland ist nur im Plural zu haben. Und gerade das Nebeneinander zwischen Chagall und Malevich zeigt das auf eine ganz fatale Weise. Die Ausstellung hat eigentlich den irreführenden Titel Chagall bis Malevich und vereint damit Unvereinbares. Ganz tragisch hat Chagall Malevich an seine eigene Schule nach Witebsk berufen, wo aber dann innerhalb weniger Wochen alle Schüler Chagalls in das Lager der Suprematisten, des Malevich, überlaufen und ihn zurücklassen. Innerhalb kurzer Zeit verarmt Chagall komplett und über den Umweg von Moskau geht er schließlich nach Paris. Diese Form des Schwebens, des Sich-Wendens gegen die Kunst des 19. Jahrhunderts hat zwar Chagall mit Malevich gemeinsam, aber sonst nichts. Chagall entwickelt seine Bilder aus der Gegenständigkeit heraus, aus der Poesie der Erinnerung, der Fantasie. Aber alle einzelnen Gegenstände, Gesichter, Bäume, Körper, Vögel gibt es. Bei Malevich sehen wir einen Suprematismus am Werk, der nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun hat. Und da ist man natürlich versucht anzunehmen, dass im späten Malevich, ab den 20er Jahren, wenn plötzlich wieder Bauern vor einer Landschaft steht, so etwas wie eine Anpassungsleistung an die neuen Erwartungen zu sehen, an das, was am Ende des Tages mit 1932 zur offiziellen Doktrin wird, den sozialistischen Realismus. Das ist, glaube ich, ein Irrtum. Malevich wird in den 20ern tatsächlich wieder zu einem gegenständlichen Künstler, aber wie er hier drei Bäuerinnen bildparallel als monumentale, statische Gestalten aufbaut, in den alten Farben des Suprematismus gleißend, mit Diagonalen letzten Endes gegliedert, das hat nichts mit der Erwartungshaltung der stalinistischen Ära zu tun und das war ihm bewusst. Ein einziges Bild ist vom Staat angekauft worden, die Rote Kavallerie. Das Bild malt er zwar 1932, aber so wie die drei Bäuerinnen datiert er es zurück, nicht 1912, sondern in diesem Fall 1918 und malt gleichsam eine Hommage an die Rote Armee, die die Weiße Armee bekämpft. Darum konnte man es vielleicht erwerben, aber ansonsten war die Kunst des Malevich immer fremd. Und es ist nicht Zufall, dass er schon in der Mitte der 20er Jahre mit Verhaftung, mit Verfolgung, mit Zensur, mit der Schließung seiner Schule konfrontiert wird.